Der Verdächtige war offenbar nur wenige hundert Meter vom Ex-Präsidenten entfernt. In den Büschen am Zaun, die Waffe Richtung Golfplatz gerichtet. Der Secret Service entdeckte den Verdächtigen und schoss auf den Mann. Er flüchtete. Gewehr, Rucksack und eine kleine Kamera ließ er am Tatort zurück. Glücklicherweise gab es einen Augenzeugen. Der sagte, ich habe einen Mann gesehen, der aus den Büschen gerannt kam. Er ist in einen schwarzen Nissan gesprungen. Ich habe ein Foto davon gemacht. Kurze Zeit später wurde der Verdächtige auf einer Autobahn gefasst. Laut US-Medien soll es sich um einen 58-Jährigen handeln, der einen kleinen Baubetrieb auf Hawaii besitzt. Er soll sich in den sozialen Medien politisch geäußert und dort auch Trump kritisiert haben. Sein genaues Motiv ist aber unklar. Unsere Staatsanwälte arbeiten gerade am Haftbefehl und an einem Antrag auf Untersuchungshaft. Der Verdächtige bleibt also in Gewahrsam. Trump äußerte sich bislang nur schriftlich. Er bedankte sich bei den Beamten, die einen grandiosen Job abgeliefert hätten. Er sei stolz, Amerikaner zu sein. Vizepräsidentin Harris erklärte nach dem Vorfall, Gewalt habe keinen Platz in Amerika. Erst vor wenigen Wochen war der ehemalige Präsident Ziel eines Anschlags gewesen. Auf einer Wahlkampfveranstaltung hatte ein Angreifer auf Trump geschossen und ihn am Ohr verletzt. Danach war der Sicherheitsapparat schwer in die Kritik geraten.